Popeye kennen wohl die meisten. Der liebenswerte Seefahrer mit Spinat in den Armen und leichten Aggressionsproblemen hat schon viele Generationen von Kindern gut unterhalten. Daher ist klar, der Gute muss auch versofft werden. Das klingt ja mal so und mal so. Wie ist es in diesem Fall? Wie, Achtung, schlechtes Wortspiel, schlägt er sich? Was taugt Popeye 2 für den Gameboy heute noch? Das Spiel ist zuerst in Japan 1991 erschienen. Im Westen 1993 in Nordamerika und 1994 hat es dann auch endlich uns in Europa erreicht. Entwickelt wurde es von Kopaya Systems und veröffentlicht bei uns von Activision. Die Story ist sehr schnell zusammengefasst. Olive entdeckt eine Schatzinsel, also fahrt ihr schnell hin. Jedoch lauert euer Erzfeind Bluto auf dem Weg und entführt eure Freunde. Ihr wisst, was zu tun ist. In diesem Plattformer steuert ihr also den berühmten Seemann durch verschiedene Level, verkloppt Gegner und versucht den Ausgang zu finden. Klassisch könnt ihr mit einem Knopf springen und der andere löst einen Angriff aus. Passend zum Helden ist dieser natürlich ein schöner, solider Faustschlag. Auf euren Wegen gibt es dann natürlich auch noch das übliche Einzusammeln. Sterne funktionieren analog zum Mario als Unverwundbarkeit, Münzen geben euch Punkte und extra Leben. Zeitsymbole füllen natürlich euren Zeitvorrat auf und das ist teilweise echt nötig, da die Level manchmal nicht gerade linear sind und ihr schon einmal etwas Zeit braucht, um den Ausgang zu finden. Zum grünen Abschluss gibt es natürlich noch Spinatdosen. Diese füllen euer Powermeter auf. Dieses zählt gleichzeitig als eure Lebensenergie und eure Waffenstärke. Da seht ihr dann auch immer gleich an der Figur, da der Arm immer mehr anschwillt, wie es halt sein muss. In der letzten Stufe schießt ihr dann wie Link in Zelda Spinatdosen den Gegnern entgegen. Damit haut ihr dann nicht nur die Gegner um, sondern kloppt auch spezielle Steine weg, um euch den Weg zu bereiten. Soweit also die Basics. Mit diesen Fähigkeiten und Voraussetzungen erkundet ihr dann die verschiedenen Level. Insgesamt gibt es 4 Welten mit jeweils 3 Leveln und einer Bonus-Stage bzw. bei der letzten Welt einer Boss-Stage. Wie gewohnt gibt es dann am Ende einer jeden Welt einen Boss, die aber meistens sehr, sehr einfach sind. Allgemein haben die Entwickler es versucht, die Abschnitte nicht allzu linear zu gestalten. Immer nur einfach von links nach rechts zu laufen wäre schließlich auf Dauer dann doch etwas zu dröge. Also müsst ihr teilweise auf ausgiebige Erkundungstouren gehen. Dieses wird auch abseits der Ausgangssuche belohnt, da ihr dann so hin und wieder auf kleine versteckte Bonusareale stolpert und dort eure Münzvorrat auffüllen könnt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick alles nicht so super spannend, um ehrlich zu sein. Auch die allgemeine Gestaltung macht jetzt keine Bemühungen, richtig besonders zu sein. Die Gegnervielfalt ist nicht gerade die höchste und der Levelaufbau ist abgesehen von der Nicht-Linearität auch eher konservativ designt. Aber wisst ihr was? Das stört mich nicht weiter, da das Vorhandene einfach super umgesetzt wurde. Die Steuerung ist knackig und der Schwierigkeitsgrad ist fair. Nicht zu schwer und nicht zu einfach, genauso wie es sein sollte. Einziger Wermutstropfen, es gibt kein Passwort oder sogar Speichersystem. Allerdings ist das Spiel in einer knappen Halbstunde auch nicht gerade das längste. Der Grafikstil erinnert mich persönlich sehr stark an den ersten Mario Land Teil und das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Er ist irgendwie nicht so sehr glatt gebügelt und genau das mag ich. Alleine schon wie Popeyes Arm nach und nach wächst, ist schon irgendwie drollig. Die Sprites sind daher schön gezeichnet, ohne dass es zu krümelig wird. Nur bei den Levels hätte ich mir bei der Gestaltung mehr Abwechslung gewünscht. Die ist dann doch etwas sehr eintönig. Und die Musik, die ist an sich gut gelungen, kann hier und da jedoch auch schon mal leicht nervig sein. Was taugt Popeye 2 für den Gameboy heute noch? Ich finde das Spiel sehr sympathisch. Es ist auf jeden Fall einer der besseren Plattformer für das System. Es hat zwar hier und da kleinere Schwächen wie das Fehlen eines Passwortsystems, aber im Allgemeinen macht es einfach Spaß, sich mit Popeye durch die Level zu kloppen. Ich hätte mir nur hier und da etwas mehr Abwechslung in der Gestaltung gewünscht. Wem das jetzt nicht so wichtig ist, kann hier aber auf jeden Fall zugreifen. Ein solides Spiel. Das war der Test zu Popeye 2 für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.